den ganzen Juni lang täglich eine Videoverkostung. Das war jetzt auch für mich sehr spannend, sehr interessant. Ja, ich gebe es zu, auch ein bisschen anstrengend, aber summa summarum hat es extrem viel Spaß gemacht. Im Juli jetzt und danach werden wir die Schlagzahl unserer Verkostungen reduzieren und nicht mehr täglich etwas bringen, sondern vor allem dann, wenn wir interessante neue Sachen bekommen, die wir gerne mit Ihnen teilen möchten oder im Archiv etwas finden, wo wir sagen, ja, da zahlt es sich aus, eine Verkostungsnotiz drüber zu machen. Und sowas habe ich jetzt auch fürs letzte Video gefunden und Sie sehen daran, dass es leer ist, dass es auch wirklich gut schmeckt. Es ist ein 40 Jahre alter Grain, abgefüllt im Jahr 2015, The Kelly, aus der Lost Grain Distillery Caledonian von Diageo in den Special Releases 2015. Abgefüllt mit 53,3% Alkoholstärke und für mich, ich sage es ganz offen, einer der schönsten Grains, die ich je getrunken habe, der wirklich mit seinen 40 Jahren alles aus dem Fass geholt hat, was ein Grain Spirit aus dem Fass rausholen kann und dabei wunderschön gereift ist, merkt man sofort in der Nase. Der hat eine so fantastische Rumnase. Man hat wirklich das Gefühl, einen alten, guten Rum hineinzuriechen. Da sind exotische Früchte drinnen, da ist was sehr Melassiges, Zuckerartiges drinnen. Also ganz breit, ganz angenehm, wunderbar. Und wenn man dann einen Schluck davon macht, dann hat man da diese exotischen Früchte, die so einen alten Grain auszeichnen. Kokos, ein bisschen Banane, Papaya, Guave, all dieses Zeugs. Und dazu aber in dem Fall eine wunderschöne Buttrigkeit, die sich unglaublich schön um diese ganzen Sachen schmiegt. Also ein traumhaftes Ding am Gaumen, ein Grain, wo man sich wirklich hineinfallen lassen kann. Hinten im Abgang kriegt er dann so eine gewisse Schärfe auf der Seite, wie Chili-Pfeffer, aber nicht unangenehm, bleibt ewig da am Gaumen, ist wirklich schön. Wunderbar, ein toller Tropfen. Leider natürlich auch für einen 40-jährigen Grain, muss man dazu sagen, sehr teuer. Momentan kann man ihn um ungefähr 500 Euro die Flasche kaufen. Wenn es Ihnen egal ist und es gibt Leute, denen es egal sein kann, bitte probieren Sie den. Wenn Sie noch nie einen guten Grain getrunken haben, hier haben Sie einen. In diesem Sinne danke ich fürs Zuschauen das ganze Monat lang und wie üblich, Slunch.